Alle heute debattierten Berichte des Rechnungshofs wurden angenommen und wir wechseln jetzt das Thema. Bei dem vor der Sommerpause beschlossenen Erneuerbaren Ausbaugesetz, kurz EAG, muss eine Reihe redaktioneller Änderungen vorgenommen werden. Dabei geht es um einige Richtigstellungen, zum Beispiel beim Thema Fördermittel. Mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz wird die Ökostromförderung in Österreich neu aufgestellt. Pro Jahr sollen künftig 70 Millionen Euro für einmalige Zuschüsse und 1 Milliarde Euro für laufende Betriebsförderungen zur Verfügung stehen.